Wir sagen euch hallo, 9. Spieltag in der Regionalliga Südwest. Aus der Ursafam Arena an der Kaiserlinde geht ein Gruß an eure YouTube-Geräte, Handy, PC, Fernseher oder wo ihr auch immer TV11 schaut. Zu Gast an der Kaiserlinde war heute das Team von TuS Rot-Weiß Koblenz. Ja, nach 90 Minuten gab es da einen Sieg für unsere Elf. Während den 90 Minuten ging es hin und her, 1:0 für die Gäste. Dann der Ausgleich, die 2:1 Führung. Bis es am Schluss dann allerdings hieß, 4:2 Sieg für unsere Elf. Ja, und vor der TV11-Kamera haben wir heute natürlich wieder zwei Akteure aus der Mannschaft gehabt und natürlich auch Trainer Horst Steffen. Till Hust hat sich mit Doppeltorschütze Vino, unserem Kevin Coffey, und mit unserem Schlussmann Frank Lehmann unterhalten. Wir wünschen euch viel Spaß bei dieser neuen Folge von TV11 Nachschuss. Horst, eine schwere Geburt, das 4:2 gegen Rot-Weiß Koblenz in der heimischen Ursafarm Arena. Trotzdem am Ende ein befreiender Sieg? Ja, auf jeden Fall. Es ist so, dass kein Sieg selbstverständlich ist für mich. Wir müssen uns alles hart erarbeiten und das war heute harte Arbeit auch. Und dementsprechend bin ich glücklich, dass wir 3 Punkte mehr auf dem Konto haben und in der Tabelle einfach auch hinschauen können und den Abstand nicht so groß werden lassen zu Steinbach. Nach 8 Minuten diesmal in Rückstand geraten, das 1:0 für Koblenz. Wie hast du das Spiel danach erlebt? Ich hatte das Gefühl, die Mannschaft kam von Minute zumindest besser ins Spiel. Ja, nee, ich fand, dass uns das ein bisschen was genommen hat, dass wir schon auch ein bisschen wenig gute Kombinationen hatten, dann eben auch ein paar Bälle weggespielt haben, die wir so normal nicht wegspielen. Ja, es ist dann eben eher so ein Kampf gewesen, in das Spiel reinfinden und durch Vinos Aktion, eben Einzelaktionen, sind wir mit einem 1:1 dann auch belohnt worden, haben danach eben auch noch das 2:1 gemacht, wo du sagst, so, das kann funktionieren. Und nach der Halbzeit eben das 3:1 auf dem Fuß, auch Vino wieder. Wenn das 3:1 dann gelingt, dann glaube ich, wird es eben ein leichteres Spiel. Aber so muss man immer damit rechnen, dass über Standards auch nochmal was vom Gegner vors Tor kommt. Und so ist es passiert. Das 2:2 ist so entstanden und dementsprechend mussten wir dann wieder wirklich mühsam das Ganze uns erarbeiten. Und es war mühsam und es war auch nicht besonders toll, aber wir haben 4:2 gewonnen und das ist wichtig. Du musstest ja vor dem Spiel die Mannschaft zumindest in der Abwehr nochmal umstellen. Was war heute die Idee hinter der Mannschaft? Ja, es ist so, dass wir jetzt 3 englische Wochen haben, dass da sicherlich auch der ein oder andere mal geschont werden soll. Ist klar, dass auch Verletzungen dazu beigetragen haben, dass wir Veränderungen in der Startelf haben. Aber grundsätzlich haben wir eine Mannschaft auf dem Feld, die toll Fußball spielen kann. Mit den Jungs, die auf dem Feld waren. Heute ist uns das nicht gelungen, aber wir haben 4:2 gewonnen und das zählt. Kevin Konrad und Manu Pfeil sind auch teilweise ausgewechselt worden. Waren die beiden auch angeschlagen? Nee, es war Manu angeschlagen, der gelb-rot gefährdet. Ja, der hatte schon ganz zu Beginn eine gelbe Karte sich abgeholt und dann noch ein paar Fouls hinterher, wo ich das Gefühl hatte, wenn er das nächste Foul macht, ist er vom Feld. Und zu 10 gegen Koblenz wollten wir nicht spielen. Und deshalb gab es den Wechsel zur Halbzeit. Und ja, ein Zeichen will ich nicht unbedingt setzen. Zweiter Wechsel war einfach so, dass ich nicht zufrieden war mit der Leistung von Lukas und dementsprechend der Wechsel dann auch kam. Und ja, dann wie gesagt, erwarte ich einfach nochmal, dass wir besser Fußball spielen in den nächsten Tagen. Die nächste englische Woche steht damit in den Startlöchern. Dienstag in Frankfurt, Samstag daheim gegen Waldorf. Dein persönlicher Ausblick? Ja, erstmal geht es das nächste Spiel Frankfurt vorzubereiten. Das Spiel werde ich wahrscheinlich nur halbwegs analysieren, weil es einfach doch viele Dinge gab, die nicht ausreichend waren, wo ich sage, das ist nicht wichtig. Frankfurt ist wichtig. Wie spielen wir gegen Frankfurt? Wie bereiten wir uns darauf vor? Und darauf liegt mein Fokus. Danke, Horst. Gerne. Ja, Frankie, am Ende 4:2 gegen Rot-Weiß Koblenz. Ein wichtiger Sieg in einer nicht ganz einfachen Phase? Ja, so kann man das sagen. Der tut auch unfassbar gut. Auch wenn heute natürlich einige Dinge auch nicht so gelaufen sind, wie wir es uns vorgestellt haben, aber unterm Strich zählt heute nur der Sieg. 4 Tore vorne gemacht, 2 Tore hinten kassiert. Dabei war von dir noch die ein oder andere wirklich gute Parade dabei. Wie würdest du über 90 Minuten das Spiel bilanzieren, nach 8 Minuten in Rückstand geraten, dann aber schnell wieder den Bogen umgedreht? Ja, gute Moral bewiesen. Früher Rückstand ist immer blöd. Aber wir haben dann, glaube ich, auch besser ins Spiel gefunden danach. Wussten, dass der Gegner durch Diagonalbälle anfällig ist. Das 1:1 war dann mehr oder weniger eine Einzelaktion, eine überragende von Vino, wo er dann den Ausgleich macht.
die Moral hat gestimmt. Nach dem frühen Gegentreffer hätte auch dann anders laufen können. Ich habe versucht auch den Jungs zu vermitteln, lasst die Köpfe oben, es geht noch weiter, wir haben genug Zeit. Und ja, ich bin froh, dass wir das Spiel gewonnen haben. Du hast zwischenzeitlich gesagt, jetzt müssen wir uns in den Allerwertesten kneifen. Hat das die Mannschaft umgesetzt? Ja, das hat sie, aber trotzdem war teilweise dann, hat mir noch so ein bisschen die Aggressivität, die Gier, die Bissigkeit gefehlt. Gerade wenn man 2-1 führt und sich dann nochmal so viele Hochkaräter an Chancen herausarbeiten, muss einfach viel früher Ruhe reinkommen. Dann kriegst du wahrscheinlich auch nicht mehr das 3-2, weil der Gegner nicht mehr viel wissen will, wenn du 3-1 und das 4-1 machst. Und die Chancen waren da. Das müssen wir uns ankreiden heute, aber ich will nicht zu viel Kritik üben heute. Wir haben gewonnen in einer schwierigen Phase. Das ist das Wichtigste. Wir können dadurch eine breitere Brust kriegen und haben in ein paar Tagen auch schon das nächste Spiel wieder, wo wir auch wieder Vollgas geben wollen und natürlich Punkte aus Frankfurt entführen möchten. Und nur das zählt. Was gilt es insgesamt für die nächste Woche mitzunehmen mit dem Spiel in Frankfurt und dann daheim gegen Waldorf? Es wird eine anstrengende Woche auf jeden Fall. Und ja, wir müssen in Frankfurt auch wieder an unser Limit gehen. Frankfurt ist dieses Jahr sehr, sehr stark. Ja, jetzt gilt es morgen erstmal zu regenerieren und dann geht es auch schon wieder Blick Richtung Frankfurt. Dankeschön. Ja, Kevin, 4-2 gegen Rot-Weiß Koblenz, 2 Tore von dir. Wie wichtig war dieser Sieg heute? War wichtig, war die letzte Woche. Wir haben nicht gewonnen, so war wichtig zu gewinnen heute. Und 4-2. Ich bin happy. Ich hatte 2 Tore gemacht für die Mannschaft. Hockey ist so important. So, ja. Deine ersten beiden Tore, seit du in Elversberg in der Ursa-Farm Arena zurück bist, hier im eigenen Stadion. Die Fans berufen und beklatschen dich mit Coffee, Coffee. Wie fühlt sich das für dich an? Ja, ich freue mich. Wenn die Fans lieben mich, ich arbeite mehr für die Fans und ich spiele für die Fans. Das ist Fußball. So, ich bin so happy für dich. Nächste Woche auswärts in Frankfurt, dann daheim wieder gegen Waldorf. Wie blickst du auf kommende Woche? Ja, es wird schwierig, aber jetzt ich muss probieren zu beginnen eine Serie mit Sieger. So, to bleiben in the Tabelle, so is important for uns. Vielen Dank. Okay.